Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sollen ja jetzt einen kleinen Transport für magische Dinge oder Kräuter für Kayra aufsuchen. Sie hat nämlich eine kleine Bestellung aufgegeben, die nie bei ihr angekommen ist. Und ja, ich bin schon mal zu dem Gebiet vorgelaufen, in dem sich unfassbar viele Level 1 Hunde herumzutreiben scheinen. Und falls es einer gesehen haben sollte, ja, ich habe ein kleines bisschen mehr Kronen mittlerweile. Was ganz einfach daran liegt, dass ich die ganzen Sättel von Plötze verkauft habe, die ich mittlerweile nicht mehr brauche. Bewachter Schatz. Hallo. Von ein paar Ertrunkenen. Welches Level? Okay, sind ein paar mehr, auf jeden Fall. Aber das sollte doch allzu leicht werden, hoffe ich. Fuck, Wasserwein. Ja, genau. Von da hinten kommt auch noch wer. Alter, was geht denn mit euch? Moment. Kämpfen die gerade gegeneinander? Okay. Ich sag mal so, das ist unerwartet, aber nicht. Ich freue mich darüber. Ich finde das super. Das Wasserweib schlachtet alle ab. Warum? Wieso macht sie das? Ich meine, ich... Und ein Wasserweib. Meine Lieblinge. Ja, meine auch. Ich meine, ich bin der Tusse dankbar. Warum? Aber warum hat sie das gemacht? Jetzt mal im Ernst. Voll geil. Und ich krieg den ganzen Loot. Meine Fresse. Ey, das habe ich nicht kommen sehen. Ernsthaft. Als das Wasserweib gekommen ist, dachte ich, geil. Jetzt haben sich meine Probleme automatisch verdoppelt. Durch ein zusätzliches Wasserweib. Aber nö. Sie hat einfach mal die anderen Ertrunkenen abgeschlachtet. Wie geil ist das denn? Das gefällt mir verdammt gut. Okay, ist er jetzt abgetaucht? Ja. Ey, Alter. Bleibst du gefälligst mal hier? Mistkerl. So. Krasse, unerwartete Sache. Da hinten ist noch ein Ertrunkener. Geht's dir gut? Naja, komm. Du hast keine Chance mehr. Deine Chefin ist schon längst weg. So. Monsterleber, Ertrunkenenhirn. Was haben die denn hier schönes? Fläschchen, Fährtenleserstiefel, Floren, durchgeweichte Nachricht. So ein bisschen Plunder. Was ist denn hier? Liebe Wessi, wir können Patrick nicht mehr ernähren. Daher schicken wir ihn zu dir. Ich weiß, dass du es auch nicht leicht hast mit deinen drei Kleinen. Du musst wissen, dass ich dies nicht von dir verlangen würde, wenn es nicht sein müsste. Aber hier in Velen, wenn ich es dir erzählen würde, du würdest es nicht glauben. Bitte sorge für Patrick wie für deinen eigenen Sohn. Wir kommen ihn holen, sobald der Krieg vorbei ist. Ich danke dir tausendmal, Hannah. PS, Patrick hat einen Geldbeutel im Gepäck, der ausreichen müsste, um seinen Reisebegleiter wie vereinbart zu bezahlen. Es sollte nicht nötig sein, dass du etwas beisteuerst. PPS, Patrick hat Angst im Dunkeln. Wenn du kannst, lass ihm eine Kerze am Bett. Okay. Und die Leute hier sind alle ermordet worden, oder was? Ach du Scheiße. Ist das etwa der Kleine? Ist das der Junge, um den gesorgt werden musste? Ich hoffe nicht. Das wäre mal wieder ein sehr grausames Schicksal. Von dem es zugegebenermaßen hier in Witcher 3 genügend gibt. Hier kann man ja fast schon froh sein, wenn man einen schnellen Tod stirbt. In so einer Welt. Neue Markierung Galgengasse. Oh, Blutmoos. Und noch ein ertrunkenen Hirn. Sehr schön. Damit haben wir, glaube ich, genug Hirne, um eventuell irgendetwas zu brauen. Irgendetwas zu machen. Ah ja, die Zutaten finden. Reifenspuren. Hallöchen. Große, schwere Räder. Ein Kaufmannswagen. Dann bin ich doch wohl hoffentlich auf dem richtigen Weg. Sehr gut. Er ist von der Straße abgekommen. Gut. Die Blumen sehen mit diesem Effekt echt so aus, als würden sie in Flammen stehen. Richtig krass. Okay. Weiter, weiter. Hier, da habe ich schon mal ein Wagenrad gesehen. Keine Ahnung, ob die ein Ersatzrad dabei hatten. Oder... Ist bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das verheißt nichts Gutes. Oh ja. Ja,
Ein Händler allein in Velen unterwegs. Das konnte nicht gut gehen. Oh je. Leere Flasche. Untersuchen. Ein trockener Roter von Zurbaran. Südhang, Brombeer und Zitrusnoten. Ach, was für eine Schande. Ach so, das war Wein. Ich dachte jetzt, das wäre die Leiche. Reste, zerlegtes Fleisch, Kat und Lepas. Ich möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Keine Ahnung. Paket für Kira. Intakt, aber magisch kommt sie mir nicht vor. Wie Kira das wohl erklären wird? Das frage ich mich auch. Menschlich. Oh. Aus einer Arterie. Kann nicht weit sein. Das hätte die Person nicht geschafft. Dann werde ich noch einmal gucken. Oh, Moderhaut. Okay, explodieren tut er noch nicht. Alter. Jetzt. Okay. So, Monsterspeichel und Moderhautblut. Wunderbar. Ja, ich wollte ja dem Blut folgen, ich Idiot. Ich hoffe mal, das ist er nicht gewesen. Oh, da liegt er schon. Hat sich versteckt und auf Hilfe gewartet, die niemals eintraf. Willkommen in Wien. Brief des vermissten Kaufmanns. Volker, wir haben es geschafft, alter Freund. Wir haben nicht nur alle Vorräte verkauft, sondern auch noch zum dreifachen Selbstkostenpreis. Unser Kunde will alles. Wein aus Beauclair, von Bonjola Novu. Ich bin kein Franzose. Man merkt's, oder? Bis zum ältesten Jahrgang. Weiß, Rot, Rosé, alles. Kato, Blepasfleisch, Einmachfleisch, Pfeffer, Zimt, Nelken. Ich sag dir, Freund, er will alles. Die Sache hat nur einen Haken. Wir müssen die Güter nach Velen bringen, in ein Dorf namens Mittelhain. Ich weiß, riskant. Schließlich ist Krieg und so. Aber denk an das Geld. Ich habe schon einen Pass für deine Pontar-Überquerung besorgt. Und von da aus ist es ein Katzensprung. Alles wird gut werden. Klaus, PS, wir machen halbe-halbe. Armer Klaus. Was haben wir denn hier? Im Namen seiner Majestät Radovid V., König von Redanien, der Inhaber dieses Dokuments, ist berechtigt, den Pontar bei den Blockaden ungehindert zu überqueren. Okay. Die Spur der Symbole von der Katzenschule der Hexer führte mich zu 4 weiteren Orten, die mit dem gleichen Symbol markiert sind. Es hat mich nicht erstaunt, dass die Piktogramme sich nicht von dem einen Piktogramm unterscheiden, das Professor Atimstein in den Höhlen unter der Tempelinsel gefunden hat. Wie angewiesen habe ich diese Orte auf der Karte eingetragen. Adalbert Kermit, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Ah, bla bla bla, das sind wahrscheinlich jetzt... Okay, Schatzsuche, Katzenschulenausrüstung. Oi. Schatzsuche, Wolfsschulenausrüstung. Geil. Ordentlich neue Rüstungen, die ich gebrauchen könnte. Oh, Schatzsuche, Schemas zur Verbesserung der Katzenschulenausrüstung Teil 1. Was geht denn ab? Oh, da hinten ist ein bewachter Schatz mit Level 9 Gegnern. Teil 4 habe ich auch. Lol. Teil 2. Teil 3 auch. Teil 3 zufällig auch. Ja. Neue Markierung, bewachter Schatz. Mist. Also Teil 3 habe ich jetzt nicht bekommen. Das ist schade. Okay, ich speichere noch einmal ab. Und wage mich dann mal. Eieieiei, was sind das denn für Viecher? Dieser Gestank. Sind das die Spinnen, die ich schon mal... Boah, shit. Oh, shit. Wartet mal. Bestiarium. Nochmal gucken. Waren die nicht unter Relikte? Nee, Göttlinge, Mumen. Ah, verdammt. Verfluchte Wesen. Insektoide natürlich, ja. Aber dagegen habe ich kein Öl, oder? Dagegen habe ich gar nichts. Inventar. Questgegenstände. Ne, Öle sollte ich nachgucken. Nekrophagen, Verfluchten, Konstrukt, Geister, Gift der Erhängten. 10% Angriffskraft gegen Humanoide und Bestien. Das könnte ich zugegebenermaßen verwenden, oder? Moment, benutze ich gegen die das Silberschwert oder das Stahlschwert? Silber, okay. Eieieiei. Shit, nein. Ah, fuck. Moment, aber Feuer wirkt bestimmt gegen die, oder? Ich muss nur... Alter!
Wie viele das sind, ne? Moment, kann ich vielleicht irgendeine Bombe schmeißen? Blendet Gegner, zerstört Monsternester. Okay, Boom! Sehr gut. Fuck you, komm schon, den einen wenigstens. Okay, schnell heilen. Puh, eine Samum-Bombe habe ich noch. Mit so, bei so einer Masse an Gegnern bietet sich das Ding an. Sehr gut. Boah. Okay. Alter. Fuck you. Renne! Jawohl. Okay. Sehr gut. Ja, Feuerschaden, brenne! Drecksvieh. Jawohl. Stirb, stirb, stirb. Yes. Nächste tot. Ja, zwei sind da noch. Die kriege ich auch noch hin. Let's go. Come on. Voll der kritische Schaden. Perfekt. Sehr gut. Oh ne, zwei sind da noch. Verdammt. Was ist das? Oh Gott, ist das die Brutmutter oder was? Scheiße. Ach du Scheiße. Erstmal nur ihre kleinen Kinderchen erledigen. Sehr schön. Oh nein, nein. Oh fuck. Fuck, fuck, fuck. Alter. Oh, was ein Viech. Was ein Viech. Shit, shit, shit. Moment, habe ich irgendeine andere Bombe noch? Scheinbar nicht. Super. Toll. Yay. Okay, ich nehme lieber Axi als Zauber. Okay. Hat schon mal geklappt, das Viech zu betäuben. Okay, nach drei Schlägen ist Ruhe. Ha. Sehr geil. Jetzt sehe ich auch direkt... Oh, shit. Jetzt habe ich direkt gesehen, wie der Gegner verlangsamt wurde. Wegen meines Zaubers. Okay, kehrt das Viech zurück. Wisst ihr was? Dann nutze ich schnell die Gelegenheit und speichere ab. Eieieiei. So. Und jetzt wird es dem Viech an den Kragen gehen. Ah, eieiei. Das wird bestimmt heftig. Ich sollte lieber vorsichtshalber schon mal ein bisschen heilen. Uah. Okay. Vier Schläge also. Mit vier Schlägen kann ich ihm beikommen. Hat ihm wenigstens ein bisschen was abgezogen. Eins, zwei, drei, vier, weg. Oh, shit. Wieso hat's denn jetzt auf einmal nicht geklappt? So ein Dreck. Okay. Also doch lieber einen Schlag weniger. Eins, zwei, drei. Okay, ja. Drei Schläge. Gut. Dann ebenso. Warum nicht? Perfekt. Noch einmal eine Wasserflasche hinterher. Verpiss dich. Verpiss dich. Jawohl. Läuft bislang ziemlich gut. Schon? Jawohl. Zack, zack, zack und weg. Okay, diesmal hätte ich mir sogar einen Angriff mehr leisten können. Alter, was hat denn das für eine Reichweite, der Sprungangriff? Krass. Und vor allen Dingen hat es mir jetzt wieder etwas dadurch abgezogen. Wie heftig. Ja, ja, nein. Diesmal habe ich gewusst, was du vorhast, du Drecksvieh. Na, warte. Und weiter. Fuck. Das war dumm. Ich dachte, dieses Mal würde es sich wieder angreifen lassen. Natürlich nicht. Das eine Mal, wo ich mich dazu entschließe, vier Angriffe zu machen, da greift es auf einmal wieder eher an. Endriagen-Rüstungsplatten, Chitinpanzer, Endriagen-Herz.
Sehr gut. So. Puh. Und was haben wir hier jetzt als bewachten Schatz? Alkohest, Eisenerz, Schema, Fährtenleserhandschuhe, herausgerissene Seite, Algul-Absud, kleiner Triglaf-Runenstein, Optima Mater, hallo! Ist das nicht dieses super seltene Ding, womit ich ganz bestimmt ganz geile Sachen herstellen kann? Also das war ja eines dieser teuersten Dinge, die ich kaufen konnte beim Händler. Perfekt! Sehr gut. Damit wäre das auch erledigt. Gut. Dann laufen wir eben zu Keira zurück. Ist ja nur ein Katzensprung entfernt. Oh, Moment. Hat an der Tür geklingelt. So, sorry für die Unterbrechung, aber für euch geht es ja zum Glück direkt weiter. So, ab zu Keira. Ich spreche ihren Namen immer wieder anders aus. So, eben nochmal alle Kräuter hier einsammeln. Schadet ja nichts. Sie hat eh genug davon, das ist bestimmt so. Sie baut das Zeug schließlich hier an und es wächst jeden Tag nach. Natürlich hat sie genug davon. So, meine Gute. Zauberzeug, ha? Huh? Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Oh. Nee, das haben wir sie alles schon gefragt. Gut, hier. Ich habe diese Substanzen, die du wolltest. Sehr schön. Dann steht meinen Studien der Baumwurzelmuster ja nichts mehr im Wege. Doch zuerst... Machst du dir einen Glühwein? Ich habe die Wagenladung gesehen. Vorzügliches Fleisch, teure Weine, serikanische Gewürze. Kein bisschen Magie. Willst du mir nicht sagen, was du im Schilde führst? Ich würde es dir lieber zeigen, aber du musst dich etwas gedulden. Okay. Na gut, ich will es wissen. Ich warte. Dann husch, raus. Willst du dir was Bequemeres anziehen? Später. Nur nichts überstürzen. Also los, raus mit dir. Du warst geduldig. Danke. Ich bin fast fertig. Weiße Mäuse? Wenn ich weiße Mäuse sehen will, betrink ich mich einfach. Ich sagte fast. Jetzt stör mich nicht. What the fuck? Wenn da jetzt gleich Pferde stehen, ich schwör bei Gott. Alter, Cinderella, ich hab's geahnt. What the fuck? Ich dachte einfach nur, weiße Mäuse, Magie. Da hat's direkt Klick bei mir gemacht. Was zur Hölle? Was ist mit der dritten Maus passiert? Der Zauber glückt in zwei Dritteln der Fälle. Ich nehme immer eine mehr, als ich brauche. Nur zur Sicherheit. Oh, also clever. Keira, würdest du mir erklären, was hier los ist? Kennst du das Märchen von Cinderella? Mhm. Und auch die wahre Geschichte. Ein Zeugel tauchte im Palastteich auf und fraß Prinzessin Cendrilla mit Haut und Haar. Ein Schuh blieb übrig, woraufhin... Ich bitte dich, kein Wort mehr von Zeugeln. Also, zurück zu dem Märchen. Ich würde diesen grässlichen Sümpfen gerne für eine magische Nacht entfliehen. Eine gute Fee brauche ich nicht, ich wirke die Zauber selbst. Aber einen Prinzen könnte ich gebrauchen. Zufällig bist du der einzige anständige Kandidat in ganz Velen. Was sagst du zu einem Ausritt im Mondschein mit Abendessen? Oi. Eine Einladung auf ein Date. Okay. Das, also können wir jetzt eine Romanze gerade mit dir eingehen oder was ist hier los gerade? Interessant. Habe ich jetzt nicht so richtig mit gerechnet, muss ich sagen. Okay, ich bin dabei. Klingt verlockend. So verlockend, dass ich wohl nicht ablehnen kann. Ehe wir gehen, da ist noch etwas. Musst du einen Kürbis in eine Kutsche verwandeln? Nein, ich verwandle unsere ranzigen Fetzen in etwas Passenderes.
Guck nicht so. Es ist nur eine Illusion. Die tut nicht weh. Und wenn es dämmert, ist alles wieder beim Alten. Ja, natürlich. Sobald die Stunde zu Mitternacht schlägt, wird der Zauber verfliegen und alles wird so, wie es war. Ja, komm. Warum All nicht? In. Wenn schon, denn schon. Dann gut festhalten. Vella Glan! Und was meinst du? Dekolleté zu sitzen? Holla! Genau richtig. Ich hätte auch deine Haarfarbe ändern können, wo ich schon dabei war. Ich mag dunkelhaarige Männer. Aber gut, in der Not, dann wird's viel los. Das Essen wartet. Alter Kälra! Wolltest du gerade sagen, in der Not frisst der Teufel Fliegen oder so etwas? Ja, wow, okay. Pferderennen. Okay. Was war das denn geil? Was war das denn jetzt für ein Satz, den sie rausbringen wollte? Zur Not nehme ich das auch. Bist du jetzt schon so verzweifelt, Kälra, oder was? Mann. Okay, na dann. Glaube bloß nicht, dass ich mich davor scheuen werde zu gewinnen. Auch wenn es nicht gerade danach aussieht, als würde ich mir Mühe geben. Shit. Schön blockieren, damit sie nicht vorbei kann. Schön gemein. Boah, nein, Kurve, fuck. Nein. Hey, Cinderella. Alter. Nicht, dass du runterfällst. So schnell du kannst. Aus dem Weg. Fang mich doch. Schon geschehen. Wie ich die Soldaten umgeritten habe. Weg da. Eine Quest. Oh, jetzt bin ich abgelenkt worden von der Quest. Mann, Kälra, das hast du doch mit Absicht gemacht. Du hast den Questgeber dahin gepackt. Das war voll Absicht. Ha, trotzdem noch geschafft. Wenn auch knapp. Oh Mann. Gratulation. Du wärst ein toller Jockey. Wenn ich einen Fuß kürzer und etliche Pfunde leichter wäre. Tja nun, dann hätte ich dich aber nicht hierher eingeladen. Verstehst du jetzt, wozu ich diese Substanzen brauchte? Ja, auf jeden Fall. Das hättest du mir sagen können. Ach nee, war eine nette Überraschung, muss ich sagen, die sie für Geralt geplant hat. War nett. Rind in Zimt und Nelken, gegrillter Kapaun mit Schalotten. Es war den Aufwand wert. Vom Weißen oder vom... Trockenen Roten. Aber lass ihn erst etwas atmen. Für einen Weinkenner hätte ich dich nicht gehalten. Dachtest du, Hexer saugen Ertrunkenen das Mark aus und spülen's mit Pfützenwasser runter? Mehr oder weniger. Nun, genug geschwätzt auf nüchternen Magen. Hauen wir rein. Das muss ein kleines Vermögen gekostet haben. Bist du sicher, dass ich mich nicht beteiligen soll? Bitte, das schaffe ich schon. Du weißt schon, ein Dutzend Eier hier, etwas Geflügel da. Außerdem stabilisieren sich meine Finanzen bald. Oho. Wie schön. Sag mal, wie kommt's? Wie denn? Verzeih, aber man sollte meinen, die einzige Arbeit, die es in Velen gibt, ist Feldarbeit. So ist es. Also habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder baue ich Rüben an, oder ich gehe. Aber das wollte ich gar nicht besprechen. Danke noch einmal, Geralt, für deine Hilfe mit dem Turm. Du warst toll. Das war nicht der erste Fluch, den ich gebrochen habe. Aber einer der schwierigeren, stimmt's? Was da auf der Insel passiert ist, mir läuft's kalt den Rücken runter. Und das Labor. Ich hoffe doch sehr, dass jetzt alles verbrannt ist. Die Käfige, die Leichen, die Papiere. Naja, also Feuer gelegt habe ich jetzt keine bei der Quest, sage ich mal so. Die Werkstatt habe ich nicht zerstört, wenn du das meinst. Das hielt ich nicht für nötig. Wenn Alexanders Resultate in die falschen Hände fallen. Wobei, die Reuseninsel hat einen abscheulichen Ruf. Da wagt sich niemand hin. Vielleicht gibt es keinen Grund zur Sorge. Tut mir leid, so ein ernstes Thema hätte ich nicht ansprechen sollen. Während unseres romantischen Abendessens. Romantisch? Ich dachte, wir wären als Freunde hier. Freunde? Mit gewissen Vorzügen. Also? Aha. Okay, jetzt geht sie direkt zur Sache. Du musst mich nicht zweimal bitten. Mir ist dann nicht danach. Tut mir leid, es gibt da jemanden. Aha. Also dieser Satz lässt schon mal verlauten, dass es... nicht nur sie als Romanze gibt, was eigentlich schon selbstverständlich ist in einem Rollenspiel.
Also, die Yennefer wird garantiert auch noch eine Option sein. Geralts alte Freundin aus alten Tagen. Soll ich jetzt das Angebot von ihr annehmen oder soll ich ablehnen? Das ist jetzt eine sehr gute Frage, würde ich sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir die anderen Romanzen direkt versaue, wenn ich jetzt zu Keira ja sage. Bei Mass Effect, ich überlege gerade, in Mass Effect, da habe ich ja immer sofort alle meine Crewmitglieder um mich versammelt gehabt und dann habe ich sie näher kennengelernt und dann gab es erst dieses Angebot, mit einigen von ihnen eine Romanze einzugehen, wenn sich halt das Verhältnis gut genug gestärkt hat. Und hier wird man direkt reingeschmissen. Also wisst ihr was? Ich werde zusagen. Komm. Dein Märchen. Gönn dir, Geralt. Wirklich? Dann mach die Augen zu. Und zähl bis 10. 1, 2, 3, 4. Also gut. Das reicht. Tja. Okay. Gut. Keira, willst du Verstecken spielen? Warum nicht? Finde Keira mit Hilfe deiner Hexensinne. Gut, allerdings würde ich glatt sagen, Keira werden wir dann erst im nächsten Part suchen gehen. Ich weiß, ist ein gemeiner Cliffhanger, aber so bin ich halt. Ich platziere die Dinger an den gemeinsten Stellen, so bin ich. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt, wo die Romantik, glaube ich, ziemlich zunehmen wird. Um nicht zu sagen, sie wird auf die Spitze getrieben. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.